So gesehen TV wird Ihnen präsentiert von Islamic Relief. Ich denke, das ist eine sehr alte Kultur, die Wurzeln in der Antike hat und tiefe Wissenschaft erreicht hat und heutzutage das noch weiterbringen könnte, wenn die politische Lage anders wäre. Also ich finde, die muslimische Gesellschaft hat sehr viel zu bringen. Also ich kenne viele Muslime, die integrieren sich richtig gut, sind sehr freundlich, höflich vor allen Dingen, was man bei Deutschen teilweise ja sogar vermisst. Ja. Also ich mag die genauso gern wie andere Leute auch. Also da sehe ich jetzt keinen Unterschied, ob es jetzt Muslime sind oder nicht. Also was ich persönlich gut an denen finde, halt an den meisten Muslimen zumindest, also weil ich ja sehr, sehr viele Freunde habe, die auch Muslime sind, dass sie sich halt an gewisse Regeln halt einfach halten. Dass halt zum Beispiel kein Alkohol getrunken wird, dass zum Beispiel keine Drogen konsumiert werden, dass die zum Beispiel keine Zigaretten nehmen, dass sie halt regelmäßig in die Moschee halt gehen. Das finde ich halt super gern, also super gut halt an Muslimen zum Beispiel. Ja, also ich bin selber Muslime. Und ja, ich finde halt den Glauben sehr wichtig daran und halt, dass ich kein Schweinefleisch essen, finde ich gut. Und dass halt Gott uns immer beschützt eigentlich, also Allah. Ach, Muslime sind sie. Das Einzige, worüber ich mal nachgedacht habe, war eine Geschichte, die wurde auch in den Medien vertreten, eine Lehrerin, die gerne mit Kopftuch unterrichten wollte. Und ich habe nie so ganz verstanden, was das Problem dabei ist. Ich bin nicht so sehr konfrontiert mit Muslimen, aber man hört auch viel Gegenteiliges, aber auch Gutes. Ich bin da eventuell ein bisschen aufgeklärter über den Islam, wie das Gros der Menschheit, allein durch Bildung und dass ich viel lese, auch im Kollegenkreis Muslime habe und wir uns schon mal unterhalten. Und da ist es eigentlich so, wie ich es sehe, eine sehr christenähnliche Religion, ja. Nämlich die Nächstenliebe ist da auch sehr hochgeschrieben im Islam. Sie leben nach ihrer Religion, sie tragen Kopftücher und vielleicht sollten sie sich viel mehr integrieren bei uns, von den Muslimen, die bei uns leben. Es gibt viele Muslime, die auch sich nicht so benehmen, ne? Ich denke, der Fortschritt wird ein bisschen unterdrückt, also weltweit. Aber das ist keine schlechte Sache an sich selbst, eher eine schlechte Folge gewissen politischen Tätigkeiten. Es gibt von jeder Sorte gute Menschen, es gibt von jeder Sorte schlechte Menschen. Das hat weder was mit Kultur oder Herkunft oder sonst irgendwas zu tun. In Deutschland, okay, manchmal finde ich ein bisschen sehr fanatisch. Ja, also mir gefällt nicht so gut, dass manche Muslime hier sozusagen regieren wollen, sage ich mal so. Also als anders sind als in ihrem eigenen Land, so gesagt. Es müsste mehr Zusammenkommen sein. Dschihad hat mit Heiligen Krieg überhaupt nichts zu tun, bedeutet nicht Heiliger Krieg, sondern sich bemühen. Vor allen Dingen das Wichtigste ist, wenn Kinder sind, dass die erstmal Deutsch lernen. Das ist in allen Religionen so, ne? Und wohin das führt, das hat man auch gesehen. Die ganzen Kolonien, die Christen gemacht haben, unter dem Deckmäntelchen des Missionars. Ne? Ich lebe mehr oder weniger von Informationen im Fernsehen. Nur was die Leute draus machen, aber ich meine, die Christen haben aus ihrer Religion das Gleiche gemacht. Ne? Den ganzen Mist hier. Siehe rechts. Ja, also als ich in Pfadfinder war der Leiter der Gruppe, er ist aus dem kurdischen Irak. Also kommt aus dem kurdischen Irak. Dann, als wir um den Kampffeuer immer ein Bier getrunken haben, hat er nie getrunken, er hat immer einen Joint geraucht. Ich bin Rentner, ja, und ich lebe an für sich sehr zurückgezogen in meinem Garten. Und dann ist für mich die Welt fast zu Ende.